Mann, bin ich ein cooler Junge. Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moneymaker auf dem GammaD.net Server. Denn ich habe zum letzten Moneymaker Video inzwischen alles freigeschalten. Alles hoch geupgradet auf Level 1000, hier die Lore wie auch den Bankmitarbeiter. Und ich habe 30 von 30 Mitarbeiter, Minen, Schächten und ab einem AI kann man sich ja eine neue Mine, das ist die Kohlemine, freischalten und die erreicht man mit dem Serverwechsel. Und die Kohlemine kann mit einer AI freischalten. Ich habe 1,8 AI. Und das heißt, das mache ich einfach mal. Nächste Mine erfolgreich freigeschaltet. Oh, die sieht echt... Aber was mir echt auf den Geist geht, ist dieser Esel. Der nervt mich sowas von. Wie heißt denn das hier eigentlich? Freundlich, feindliche Atmosphäre, Umgebung, freundliche Kreaturen. Hält jetzt endlich seinen Mund? Ich hoffe. So, Transportarbeiter. Oh, direkten Blauen, das ist doch wunderbar. Ach ja, wir müssen hier... Okay, das ist jetzt die Grube. Also, ich finde schon, der sieht auf jeden Fall... Moment mal. Ach, das tut man mit dem... Ah, okay, ich dachte, man fängt jetzt hier wieder komplett von neu an. Aber das ist ja auch geil. Das ist auch schick. Dass man hier einfach mit dem Geld, was man hat, schon weitermacht. Das finde ich echt viel besser, als einfach neu anzufangen. AI? Ach nee, ich habe ja aha. Ja, aha. So, Produktion. Arbeitsplatz war besser. Nee, ich hätte gern. Der ist schon besser. 125% Ertrag. Da können wir auch einfach mal Effekt aktivieren. Und hier hätte ich auch nicht nur diesen grün, weil... 955, aha, ihr wollt mich doch veräppeln. Was sind das denn hier für Bucher? Ach, das ist ja geil. Könnt ihr bitte den Esel mitnehmen? Das wäre richtig schön. Wie sieht das denn hier aus? Ach, hier kann man sogar rein. Ja gut, jetzt habe ich es verkackt. Das ist echt schön gemacht. Also da Props ans Gommet-Team. Das haben sie super gemacht. Und ich bin hier schon wieder zu blöd für alles, habe ich das Gefühl. So. Ja, okay, das hätten sie schöner machen können. Das ist jetzt nicht das Wahre. Aber okay, das sind Laufgeschwindigkeit. Hat er hier Upgrade-Dings? Transportkapazität, okay. Es gibt ja auch Mitarbeiter, da kann man das einfach upgraden, dass man weniger bezahlen muss. Und jetzt habe ich ja hier Booster. 30%. Ich glaube, ich hebe mir noch die Booster auf, wenn ich dann mehr verdiene. Das wäre dann, meine ich, sinnvoller zu kaufen, zu aktivieren, als das jetzt schon zu benutzen. Und was gibt's hier? Das wäre aber auch geil, wenn es so neben der Mine noch irgendwas anderes da zum Kaufen gibt. Das fände ich wirklich mal was Neues. Aber an sich schon schick gebaut. Da wird in Zukunft, denke ich mir mal höchstwahrscheinlich, noch eine weitere Mine holen. Ich habe ja gesehen, manche haben AM. Das da, hier hat jemand AP. Da hat einer AM. Aber sonst sind die meisten bei der ersten Mine noch okay. Aber es gibt hier, glaube ich, noch... Gibt es noch diese... Ja, war es doch. Event-Community-Rangliste. Ich bin... Hab wie immer super abgeschnitten und hab super viel gemacht. Ach, das läuft immer noch. Das läuft doch jetzt schon 3 Monate, meine ich, oder? Also, mal im Ernst. Wie kann man denn so hobbylos sein? Wie kann man so hobbylos sein? Das frage ich mich echt. Zurück zur Mine. So, zack. Okay. Dann wäre es das an sich auch schon gewesen,
wenn ich hier ein bisschen mehr abgegradet habe, wird in Zukunft natürlich auch wieder ein Video dazu kommen. Heute mal ein etwas kürzeres Video, da ich nicht viel Zeit habe, da ich gestern nach Hause gekommen bin und morgen schon wieder abhaue. Aber dann bin ich wieder ein paar Wochen zu Hause und damit gibt es auch wieder längere Videos. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns nächsten Dienstag um 15 Uhr. Haut rein und ciao, Leute!